Dirk X, Muhedin Baztürk und Kalif Cize. Oder wird er jetzt richtig ausgesprochen? Ja, nicht, dass man ihn jetzt irgendwie falsch ausspricht. Also Salif Cize. Cize, ja gut. Also, ist, Entschuldigung, Ralf. Ja, nee, tut mir leid. Also man muss ja heute, sag ich mal, auch als Stadionsprecher schon eine extra Ausbildung gemacht haben, um alle Namen auch richtig auszusprechen, weil ja jemanden hier auf die Füße treten. Und den Mann, den Sie jetzt gerade gehört haben, Roland Behnschneider, der ist Sportdirektor, auch bei mir im Studio. Grüß dich, Roland. Hallo, also da muss ich auch noch ganz kurz was sagen. Es wird zwar Behnschneider geschrieben, aber wird Behnschneider gesprochen. Oh, perfekt, so. Aber jetzt haben wir es da. So oft wurde ich in einer Sendung noch nicht innerhalb von 3 Minuten revidiert. Also, Behnschneider. Richtig. Gut, ich mache meine Hausaufgaben sofort. Bleiben wir bei Roland, ist einfacher. Genau. Roland, dein Name, ein Begriff, nicht nur als Funktionär, als Sportdirektor bei der SVE, sondern auch als ehemaliger Bundesliga-Profi. Man kennt dich. Richtig, genau. Ja. Ich habe eine Profi-Vergangenheit, ja. Habe unter anderem beim 1. FC Köln in der Bundesliga gespielt. Ja, habe ich dann leider, wie das so bei manchen Karrieren mal so verläuft, auch schwer verletzt. Und ja, habe mich dann entschieden, so in diese Management-Branche einzusteigen. Habe hier die Chance bei der SV Elversberg bekommen. Und ja, zurzeit läuft es ja ganz gut bei uns. Ja, das ist also auch euer aller Verdienste. Auch ein Sportdirektor muss seine Hausaufgaben machen, um die Truppe auch mit an Bord zu halten. Und der Mannschaft lassen. Kommen eigentlich keine negative Vorkommnisse vor. Also, es passt. Es passt. Ja. Und die dritte Halbzeit wird bei euch auch gefeiert. Ja, auf jeden Fall. Du bist ein Neunkircher Junge, ne? Ja. Bist hier geboren? Gut. Der Vater ist, glaube ich, aus Senegal. Ja, das ist richtig. Und die Mutter? Ist Deutsche. Ist Deutsche. So, und das paart sich wunderbar. Aus Elversberg. Aus Elversberg sogar. Ja. Also bist du sehr heimatverbunden, ne? Ja, ja. Hast du immer, sagen wir, hier in Elversberg gespielt oder hast du auch schon andere Stationen gehabt? Nee, ich habe hier angefangen in Neunkirchen beim FVN. Mhm. Bin dann von Neunkirchen über Wiebelskirchen nach Limbach. Und von dort nach Kaiserslautern und dann nach Elversberg. Okay. Also habe ich schon ein paar Stationen vorher gehabt. Die Stationen vorher, welche hat dir da am besten gefallen? Am besten gefallen hat mir, glaube ich, die Zeit in Wiebelskirchen. Mhm. Da war ein sehr gutes Umfeld, nette Leute, gute Mannschaft. Hat mir schon gut gefallen. Wie in Lautern war ich jetzt nicht unbedingt so glücklich. Okay. Deswegen, Wiebelskirchen hat mir dann schon. Hast du in Lautern nicht so viele Einsätze gekriegt? Oder? Nee. Also für mich hat es in Lautern gar nicht. Ja, für mich sehr heimisch auf jeden Fall. Ja, merkt man, du bist gut drauf. Auch eigentlich so jetzt nicht so die Kassau, wie man von dir so sagt. Ne? Eher so der sympathische Mensch, aber auf dem Platz da gibt es halt ein bisschen mehr. Ne? Ich meine, ja. Da musst du ja gucken als defensiver Mittelfeldspieler, dass du auch dem Stürmer so ein, naja, nicht unbedingt gerne, aber abends auch mal ein Bein stellen musst. Ne? Ja, das stimmt schon. Also im Privaten bin ich eigentlich schon ein sehr lockerer Typ. Ja, merkt man. Hm? Und ja, auf dem Platz bin ich schon eine andere Person, würde ich schon so sagen, ja. Drehst du so richtig so das Käppchen um, ne? Und sagst, nee, auf dem Platz, ja klar, ihr wollt ja alle gewinnen, ihr müsst ja gucken, dass der Gegner keine Tore schießt und da kriegt man auch schon mehr gelbe Karten wie andere Spieler, ne? Ja, aber wie gesagt, auf dem Feld, dann, da bin ich ein anderer Mensch, würde ich schon so sagen, ja. Okay, und sonst ein fairer Typ, ne? Ja. Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon fair. Eigentlich. Du weißt ja, was eigentlich heißt, ne? Nicht unbedingt so ungefähr, ne? Fünfte gelbe Karte, jetzt hast du aber erstmal wieder Ruhe, jetzt kannst du wieder fleißig sammeln. Wochenende wieder im Kader, was denkst du? Ja, ich hoffe es doch, dass ich wieder im Kader bin. Ich war ja vorher, ich habe ja eigentlich alle Spiele gemacht, auch unter dem neuen Trainer und ich hoffe, dass er mich wieder mitnimmt, ja. Wie in den Medien sind, wie bei euch heute Abend zum Beispiel. Aber auch den Spielern die möglichen Alltagssorgen so weit zu reduzieren, dass sie sich auf Fokus Fußball konzentrieren. Und es gelingt uns auch im Umfeld recht gut mittlerweile, sodass da, ja, man sieht es an den Leistungen auch, ja, 21 Punkte kommen nicht von ungefähr. So ist es. Salif Cisse, Muhedin Baztürk, heute Abend ja hier bei mir im Studio. Beide sehr sympathisch, auch Muhedin jetzt, sage ich mal, eher so die Kämpfernatur, ne? Und Salif jetzt auch. Ne? Team drumherum, insbesondere auch mit Gangs. Ist größer geworden, die Bereiche wurden ausgedehnt, es werden immer neue Medien, neue Sponsoren werden geschaffen und das ist auch ganz wichtig, ja, weil für uns ist es auch wichtig, nicht nur im Saarland irgendwann mal richtig anerkannt und etabliert zu sein, sondern auch deutschlandweit. Und da arbeiten wir dran, da haben wir alle, wir sind ein sehr junges Team, alle sehr, sehr ehrgeizige Ziele, wir wollen alle noch einen Schritt weiterkommen. Trainer inklusive, ja, der will auch einen Schritt weiterkommen. Hört übrigens auch gerade zu. Schönen Gruß. Liebe Grüße. In dem Sinne. Wo ist er? Ist er zu Hause jetzt oder ist er in Elversberg? Ich glaube, es ist hier in Neunkirchen. Er ist gar nicht so weit weg von uns. Okay, liebe Grüße aus dem Studio. Aber ich finde das auch gut, was wir machen. Und ja, wie gesagt, alles natürlich Step by Step. Ja, nicht übertreiben. Ja, keine Vision, sondern alles akribische Arbeit.
Und ja, dann wird das auch was. Jetzt wollen natürlich auch viele Fans wissen, Mensch, wie sieht es jetzt aus? Wenn man an der Kaiserlinie jetzt vorbeidüst, sieht man wirklich immer noch eine ganz große Baustelle. Trotz all der Zeit, die ihr jetzt, sag ich mal, hattet, war es dann noch nicht genug Zeit, um das Stadion jetzt schon so komplett, sag ich mal, zu renovieren, zu mobilisieren, aufzubauen. Wie lange wird es jetzt noch ungefähr dauern, so, wenn man so schätzen würde, bis das komplette Stadion endlich komplett steht und auch ein echtes Stadion ist auch? Es ist halt, die Planung ist halt so, dass es mehrere Ausbaustufen gibt. Mhm. Also wir konnten jetzt glücklicherweise mit dem Spiel MSV Duisburg zum ersten Mal wieder an der Kaiserlinde spielen. Und jetzt ist es wichtig, dass diese Haupttribüne fertig wird. Die sollte, man kann es nicht genau sagen, vielleicht Anfang nächsten Jahres, ich denke eher im Frühjahr wird es fertig sein. Und ja, dann wird es Step by Step weitergehen. Ne? Auch natürlich, wie wir uns sportlich positionieren, das wird auch ganz wichtig sein. Umso besser, umso schneller wird es wahrscheinlich fertig sein. Und ja, irgendwann wird das Teil mal 16.000 Zuschauer innehaben. Und ja, wenn die dann kommen alle, dann wäre es natürlich top. Ja, wir von den Medien, wir sagen ja immer, Mensch, macht euch jetzt mal keine Sorgen mehr um Abstieg und sowas. Ne? Ihr wolltet ja als Klassenziel erstmal ja, die Klasse halten. Ja, jetzt sieht es aber wirklich sehr gut aus. 8. Tabellenplatz. Trotzdem kann natürlich auch der Schuss immer wieder mal nach hinten losgehen. Aber wo denkt ihr? Ich meine, jetzt habt ihr auswärts gepunktet in Osnabrück. Also unser Spiel ist natürlich mehr auf Konter ausgelegt, was uns auswärts ein bisschen besser liegt. Aber nein, es ist so, wir wollen in jedem Spiel auch das Spiel gewinnen. Mhm. Ja, so gehen wir in die Spiele rein und wir werden unser Ziel jetzt auch nicht ändern. Ja, es ist, das sind erstmal 21 Punkte, die wir haben. Das reicht noch nicht, um in der Liga zu bleiben. Und Gott sei Dank wissen das auch alle. Wenn wir am Ende mal die so angepeilten, vielleicht ja, 45 Punkte, man spricht immer so von 45 Punkten, das dürfte vielleicht reichen, um in der Liga zu bleiben. Wenn wir die haben und es sind noch ein paar Spiele zu spielen, dann kann man vielleicht die Ziele vielleicht noch ein bisschen... Der Trainer auch, der Trainer hat auf jeden Fall die richtigen Worte vom Spiel. So jetzt in meinem Fall jetzt auch, ich konnte halt nicht mitfahren nach Osnabrück, war ein bisschen weit, aber wir haben halt, wir schreiben uns untereinander, wir haben auch eine Gruppe, wo die ganze Mannschaft vertreten ist und dann schreibe ich natürlich rein, dass ich allen viel Glück für Spielwünsche und wie gesagt, die Kameradschaft ist bei uns sehr hoch, wir unternehmen sehr viel miteinander und da kann wirklich jeder mit jedem. Heute Abend ein Hörer hier angerufen, auch für die Freikarten, Michael Gölles aus Dudweiler. Ich habe Fans überall im Saarland und auch schon überregional mittlerweile gesammelt und der Michael möchte nicht nur die Freikarten haben, die hat er ja schon gewonnen, sondern auch Autogramme. Wie ist das so? Wie fühlt man sich da, Muatin, wenn man auf einmal auch Autogramme schreiben muss? Ja, das ist ein schönes Gefühl, wenn man halt supported wird oder wenn man halt sozusagen Fans hat vom Verein oder von jeweiligen Spielern. Und wie gesagt, jeder Spieler freut sich über Fans, würde ich sagen. Aber man hebt nicht ab irgendwo, ne? Nee, absolut nicht. Also wir sind sowieso ein sehr familiärer Verein und so abheben soll ich jetzt nicht sagen, ne? Auf keinen Fall. Früher war es bei mir jetzt immer so, wenn die Schuhe nicht geputzt waren, ne, dann 5 Mark ab in die Dose. Ne? Wie ist denn das so in der dritten Ligamannschaft? Gibt es auch noch so eine Kasse? Ja klar, es gibt Strafkatalog. Ja, erzähl mal. Würde mich das interessieren, die Fans bestimmt auch. Wie läuft denn sowas? Ja, das ist halt... ich denke mal, wie das jemand, also zu spät kommt zum Beispiel. Okay. Es gibt halt schon verschiedene Aufgaben. So. Muss man eine Trainingsrunde extra laufen? So, oder? Es gibt ja auch Materialien und so, da wird auch abgerechnet. Und wie gesagt, so gelbe oder rote Karten, also durch Unsportlichkeit zum Beispiel, sowas wird halt schon mit Geldstrafen halt. Okay. Klar. So, unser allerletzter Talk für heute Abend. So schade, weil ich hätte mich so gerne noch mit euch unterhalten. Mit der SV Elversberg 07, dritte Liga Bundesliga Fußball. Heute 2 Stunden lang bei mir. Mit Salif Cisse, mit Muatin Baztürk, Roland Benschneider, der Sportdirektor. Und Dirk Ex, der Marketingchef und mein letzter Gesprächspartner heute Abend nochmal. Grüß dich nochmal. Ja, hallo Ralf, grüß dich. War eine sehr schöne Sendung. Ganz viele Hörer zugehört und auch ganz viele Resonanzen bekommen und auch ganz viele Anrufe für die Freikarten. Also passt. Hat Spaß gemacht auch, ja. Wir sagen vielen Dank an Antenne und ja, hoffe, dass wir auch da am Samstag viele, viele Zuschauer neu gewinnen können. Klar, ich gehe mal davon aus, dass es heute Abend die Hütte, also am Samstag die Hütte voll gemacht wird mit vielen Hörern, die das jetzt gehört haben und auch bemerkt haben, dass die Elversberg 07 auch nicht nur eine Dorfmannschaft hat, wie sie immer hingestellt wird, sondern eine Mannschaft, die man lieb gewinnen muss, ja? Die einfach Potenzial hat und auch nicht unberechtigt auf Platz 8 ist, der zersteht. Die sympathisch ist und entsprechend auch alles gießen wird. Das habe ich heute
und auch gerne wieder in Zukunft. Freue ich mich. Dirk, jetzt noch als Rätselsauflösung. Wir haben ja heute Abend auch noch zwei Damen hier gehabt, ne? Dass wir die wenigstens mal noch namentlich nennen. Ja? Die haben sich nämlich nicht ans Mikrofon getraut. Wer war da noch bei uns? Die Sandra Halinke und Doris Alsbach. Und die Doris Alsbach. Genau. So, Dankeschön. Dankeschön, Dirk Hicks, Roland Benschneider, Moatin Bastürk, Salif Sissé und die beiden netten Damen. Und natürlich auch an unseren Sportfotografen Ralf Hasselberg, der euch ja ständig begleitet, auch in den Stadien, wo ihr hinfährt. Ja, die Leute brauchen wir. Auch ihn ein Dankeschön, dass er für euch immer da ist. Ne? Ja, geben wir gerne zurück. Danke. Er fotografiert gerade. Okay. Bitte, jetzt hat er wieder gesagt. Auf Sendung. Okay. Ihnen noch einen schönen Abend.